Wenn ihr es wollt. Los, geht klar. Immerhin guck ich mal nach Fallen um. Ja, hier sind Fallen. Das Versteck im Kerzendurch, das ist abgeschlossen. Schutzmantel, Auf geht's. Okay, okay. Das da ist Schutz von magischer Energie. Den haben wir hier doch bereits. Ja, und da ist unser Schmuckbehälter voll mal wieder. Da ist nichts, da sind nur Zauberbücher. Ja, natürlich. Was heißt Zauberbücher? Normale Bücher. Ihr müsst Bücher. Eure Gruppe erst sammeln. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, okay. Dann ziehen wir mal wieder um. Das ist ein Versetzungsumhang. Hatte ich nicht hier irgendwo einen Schutzring? Kann ich nicht tragen. Okay, nicht zu dir. Ja, ich hätte hier einen Schutzring plus 2, den sie nicht mehr tragen kann. Also was, dann trägst du einfach Ring der Dietriche, dass du besser Schlüsse öffnen kannst. Und den Rest hier packen wir wieder weg. So. Fragt euer Wunsch, ist mein Begehr. Okay, sagen wir ihm mal Bescheid, was wir jetzt wissen. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr da. Der Magier wird wahrscheinlich der Magier oben auf dem Turm sein. Ah, ja. Am besten, du nimmst die Beine in die Hand. Dann kommst du vielleicht noch leben. Ich muss die Mauern vor Saradusch verteidigen. Ich habe keine Zeit für leeres Geschwätz. Okay, hier ist er nicht mal. Auf meiner Klinge steht euer Name. Ja, das ist Erad. Auf meiner Klinge. Ich hab Besseres zu tun, als mich mit einem Trottel wie euch zu unterhalten. Die Verteidigung der Stadtmauer von Saradusch verlangt meine ganze Aufmerksamkeit. Ich habe mit meinem besten Willen keine Zeit, mit euch zu reden. Die Gräfin hat mich geschickt. Ich muss mit euch über ihren Sohn Adric sprechen. Ich muss mit euch über Adrics Verschwinden reden. Ich habe schlechte Neuigkeiten für euch. Alter Mann, Zeit zu sterben. Kieser aus der Reihe hat mich geschickt, um euch zu töten. Allerdings werde ich das nicht tun. Nehmen wir mal die 1. Ich empfinde Mitgefühl für die trauernde Frau. Aber ich kann wenig tun, mir leid zu mildern. Ihr Sohn ist tot. Nein, Adric ist Gefangener von Kesar Jirai. Kesar Jirai, und warum sollte er so etwas tun? Er behauptet, ihr hättet Saradusch verraten und es dem Feind ermöglicht, in die Stadt zu gelangen. Weil er die Stadt verraten hat und es dem Feind ermöglicht, in die Stadt zu gelangen, nehmen wir die 1. Unmöglich. Jeder weiß doch, dass Matteo der Verräter war. Adric war der Zeuge, er hat ihn dabei beobachtet. Zumindest hat man das so erzählt. Matteo ist nur das Opfer. Ich denke, dass die Wahrheit Kisser der Verräter ist. Das Wort eines Kind Bals zählt hier in Saradusch nur wenig, aber im Interesse der Sicherheit der Stadt muss ich untersuchen, ob Oranje in Gefahr sind. Wir müssen Adric finden. Das habe ich ja versucht, euch zu sagen. Kisser hat geschworen, er würde Adrics Aufenthalt erst enthüllen, wenn ihr tot seid. Brillant, wunderbar, dass ihr auf die Idee gekommen seid. Nehmen wir die 2.
Nun, da ich weiß, dass Adriklept und Kisa seinen Verschwinden beteiligt war, bin ich vielleicht in der Lage, meine Kraft in der magischen Weissagung anzuwenden, um herauszufinden, wo man Adrik gefangen hält. Leider kann ich euch nicht noch mehr helfen, obwohl es natürlich äußerst wichtig ist, Adriks Zeugenaussage zu hören und den Verräter in unserer Mitte aufzudecken, kann ich meinen Posten auf der Mauer nicht vernachlässigen. Sag mir, wo Adrik ist, ich kümmere mich um den Rest. Sag mir, wo Adrik ist und ich werde Kissas tätigen Plan vereiteln. Gut, ich erledige also die eigentliche Arbeit. Das bin ich ohnehin schon gewohnt. Nehmen wir die Eins. Warte, meine Verzauberung beginnt. Ich hab Besseres zu tun, als mich mit einem Trottel wie euch zu unterhalten. Mein Zauber ist abgeschlossen. Adrik ist am Leben, wie ihr gesagt habt, doch der Unzahl ist überaus merkwürdig. Alle Zeichen deuten auf das Haus von Kisa Jirai. Ihr solltet Kisas Haus aufmerksam durchsuchen. Dort und nur dort werdet ihr den Sohn der Gräfin finden. Ihr begleitet mich nicht. Ich muss hier bleiben, um die Mauer von Saradush vor dem Magier unserer Feinde zu schützen. Findet Adrik. Ich habe so das Gefühl, dass ich ihn bereits gefunden habe. Dass das nämlich er hier ist. Aber das können wir ja gleich ziemlich schnell rausfinden. Weil das ist auch so beliebt bei Tricksern, Leute in Statuen zu verwandeln. Was steht jetzt hier eigentlich? Erat hat mir verraten, dass Adrik irgendwo in Kisas Behausung eingesperrt ist. Ich muss ihn finden und befreien. Nur Adrik kann mit seiner Aussage dafür sorgen, dass Matteo entlastet wird. Kisas Jirai seiner gerechten Strafe zugefügt wird. Ja. Was möchtet ihr? Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Habt ihr den Austausch mit Hector durchgeführt? Habt ihr mein Zauberbuch? Ja, hier ist es. Mein Zauberbuch, ich danke euch, werte Dame. Wahrlich, die Legenden, die man sich über Talisa erzählt, sind nicht übertrieben. Jetzt kann ich endlich wieder Schriftrollen anfertigen. Stimme ein wenig in meiner großartigen Sammlung magischer Pergamente. Wenn ihr irgendwas was findet, das euch interessiert, können wir sicher einen für beide zu seinen zufriedenstellenden Austausch klingender Münzen arrangieren. Ja, sehr viele hübsche Zauber. Sie meinen Stiefel mal wieder, nimmer. Der kommt her. Goldener Ionenstein. Plus 1 auf Intelligenz. Die kommt auch bitte mit. Das ist eine Tranktasche. Wir haben endlich eine Tranktasche. Juhu. Robe des guten Erzmagiers. Ich weiß jetzt gerade nicht, was für eine Airy trägt. Deswegen. Oh, da wäre auch ein Wunschzauber gewesen. Oh, erstmal identifizieren noch bitte. Nun, ihr seht mir wie Leute aus, in deren Geldbörsen nicht nur zwei einsame Goldmünzen traurig klimpern. Das kann ich nicht identifizieren. So, okay. Dann machen wir es anders. Identifizieren, kaufen ist eh billiger. Ach so, der verwandelt mich nur in irgendeinen Kämpfer. Kann nicht verwendet werden von Kämpfern. Aha. Interessanter Gegenstand also. Und ja, ich habe mir einfach einen zweiten, den wir vorhin im Beutel gekauft. Weil ich glaube, der Trankbehälter dürfte auch ziemlich schnell voll werden.
Na, noch passt was rein, und zwar ordentlich was. So. Na gut, für was ich jetzt auch immer den zweiten immer voll im Beutel habe. Das kann auch hier raus. Dieser Art von Gegenstand passt nicht in den Behälter. Den kann ich da reinpacken. Ist es zu fassen? Okay. Nee, das ist blödsinnig. Obwohl eigentlich nicht. Eigentlich ist es ganz praktisch, Questgegenstände in einen extra Beutel packen zu können. Eigentlich doch nicht. Bäh. Hier sind so Nutzgegenstände drin. Hier kann zum Beispiel auch die Statue mal rein. Der ist jetzt leer, okay. Die Wolfspelztasche. Kapazität 10 Gegenstände. Ich glaube, da kann die Wolfspelztasche mal verkauft werden. Habe ich sonst noch irgendwo gerade unüberschüssige Tränke rumfahren? Da. Die ist recht groß, die Tasche, muss ich ehrlich sagen. Nur die ist voll. Ganz ehrlich, der Dolch kann... Obwohl, das ist der Vampir-Dolch. Nee, behalte ihn noch eine Weile. Immerhin. Naja, doch. So questmäßige Gegenstände packen wir jetzt einfach in den immer vollen Beutel. Und das war's auch schon. Ich war, erzählt mir. Keine große Herausforderung. Ja, wir haben das mit dem Zauberbuch abgeschlossen. Als Lazarus sein Zauberbuch zurückbekommen hat, kann er seine berühmten Schriftrollenladen wieder öffnen. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Nun gut. Okay, der ist verschwunden. Was immer ihr wünscht. Jetzt ist die Tür offen. Talisa, so vor Bemühungen, meine Machination zu enthüllen, sehe ich die grausame Extermination von Adric und eurer werten Wenigkeit vor. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Ihr habt es so gewollt. Erwischt! Auf meiner Klinge steht euer Name. Ruft euch zu sich. Dann kann ich euch einen Schnellen tun. Ruft euch zu sich. Die Rolle ist mein. Bittet ein wenig, dann gönne ich euch einen schnellen Tod. Thomas, Kenntnis, ha! Ich bin schon ohne meinen guten Schwaben. Ist was los? Kein Problem. Bittet ein wenig, dann gönne ich euch einen schnellen Tod. Okay. Ach nö. Nö, nö. Das dauert mir jetzt gerade zu lange. Das war der falsche Save. Wisst ihr was? Keine große Herausforderung. Da wir immer noch so schön hier sind, werde ich das Spiel jetzt speichern als LP003. Nee.
So, danke. Okay, dann mache ich jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns gleich wieder.